Die besten Einrichtungstipps für den Essplatz. Der Essplatz ist und bleibt der gesellige Mittelpunkt des Familienlebens. Längst wird hier nicht mehr nur gegessen, es werden Hausaufgaben gemacht, beim Kaffee geplaudert und abends mit Familie oder Freunden in geselliger Runde verweilt. Daher sollte das Esszimmer sowohl funktional als auch wohnlich gestaltet werden. Ergänzend ist neben der richtigen Möblierung auch die Auswahl des Geschirrs sowie die passende Beleuchtung entscheidend für die Raumatmosphäre. Wir haben die Zutaten für eine gelungene Esszimmereinrichtung zusammengestellt. Hat man heute überhaupt noch ein Esszimmer? Früher Dreh- und Angelpunkt gesellschaftlicher Dinnerpartys, weicht das separate Esszimmer heute zumeist offen gestalteten Grundrissen, in denen die Übergänge von Wohnen, Essen und Kochen immer fließender werden sowie dem Trend zur gemütlichen und vor allem alltagstauglichen, offenen Wohnküche. Teuren Stadtwohnungen und immer knapper werdendem Wohnraum ist es zudem geschuldet, dass der Platzbedarf für einen Extraraum, in dem nur temporär gespeist wird, oft nicht mehr gegeben ist. Integriert in eine offene Küche oder den Wohnbereich, stellt der offene Essplatz heute vielmehr das Zentrum der Geselligkeit dar. Worauf sollte man beim Esszimmer einrichten achten? Erster die Grundausstattung, Esstisch und Stühle. Tisch, komfortable Stühle und funktionale Sitzbänke bilden die Grundlage für das perfekt eingerichtete Esszimmer. Das richtige Maß für den Esstisch orientiert sich zunächst an der Raumgröße. Danach ist entscheidend, wie viele Personen daran Platz finden sollen. Pro Person rechnet man mit einem Bedarf von etwa 70 cm Breite. Der ideale Abstand zum Tischnachbarn beträgt etwa 20 cm. Rechteckig, quadratisch, rund oder oval, Tischformen gibt es viele. Wer gerne zusammenkommt, viel Wert auf eine gesellige Atmosphäre legt und darüber hinaus noch ausreichend Platz zur Verfügung hat, ist mit einem runden oder ovalen Esstisch bestens beraten. Weil hier alle Personen in gleicher Entfernung voneinander sitzen, wird die Runde aufgelockert und die Kommunikation gefördert. Ein Durchmesser von mindestens 100 cm bietet 4 Personen bequem Platz, für 6 Personen sollten es mindestens 120 cm Durchmesser sein. Kommen einmal mehr Gäste, kann man an der runden Tafel problemlos zusammenrücken. Da die meisten Grundrisse rechteckig sind, fügt sich ein rechteckiger Tisch perfekt in jede Ecke ein. Er kann sowohl mittig im Raum als auch mit der Kopfseite an einer Wand positioniert werden. So bietet er auf wenig Raum den meisten Platz. Neben der Breite von etwa 70 cm pro Person rechnet man etwa 40 cm in der Tiefe dazu. Für sehr kleine Räume eignen sich quadratische Esstische mit einer Kantenlänge von 80 bis 120 cm. Bei allen Tischformen sollte in der Mitte ein Streifen von mindestens 10 bis 20 cm für Schüssel, Töpfe oder Schalen zur Verfügung stehen. Ausziehbare Modelle vergrößern die Tafelrunde und passen sich im Handumdrehen den individuellen Bedürfnissen an. Je bequemer die Stühle, desto länger das Tischgespräch. Die Breite des Stuhls sollte mindestens 45 cm betragen, die ideale Sitzhöhe liegt bei etwa 45 cm, richtet sich aber immer nach der Höhe des Esstisches. Hier gilt, der Abstand zwischen Oberkante Tisch und Sitzfläche der Stühle sollte sich um die 28 cm bewegen. Wird der Essplatz sehr stark beansprucht, sind Bezüge aus Leder oder Kunststoff unkomplizierterer und langlebiger als die aus Stoff. Zweiter Spot an fürs Dinner. Atmosphärische Beleuchtung. Eine opulente Beleuchtung schafft bei der Einrichtung des Esszimmers einen optischen Anker. Ideal ist die Lichtplanung, wenn sich die Beleuchtung nach der Länge des Tisches ausrichtet und den Schein über die gesamte Tischoberfläche verteilt. Als besonders praktisch hat sich eine flexible Variante mit höhenverstellbaren Pendelleuchten sowie Dimmern erwiesen, die sich je
nach Nutzung des Tisches anpassen lassen. Tipp: Auch im ausgeschalteten Zustand sollte die Beleuchtung optisch etwas hermachen, damit man beim Essen nicht geblendet wird und seinem Gegenüber ungehindert in die Augen blicken kann, sollte sich der Lampenschirm beim Sitzen in etwa 60 cm Abstand zur Tischfläche, knapp über Augenhöhe befinden. Noch einladender wird die Beleuchtung des Esszimmers mit ergänzenden Gegenspielern wie einzelnen Wand-, Steh- oder Tischleuchten und auf dem Tisch verteilten Kerzen. Dritter: Schmeichelnde Teppiche. Ein Teppich unter dem Essplatz ist alles andere als unhygienisch, wenn er den richtigen Floor hat. Vor allem pflegeleichte Kurzfloor-Teppiche oder flachgewebte Teppiche eignen sich für den Einsatz unter dem Esstisch. Hier verschwinden keine Krümel. Zwischen den Fasern und auch die Stühle lassen sich problemlos abrücken. Größe und Form sollten mit dem Tisch korrespondieren, also rund zu rund oder eckig zu eckig sein. Die Maße richten sich nach der Raumgröße sowie Länge und Breite bzw. Durchmesser der Tischplatte. Wichtig: Damit die Stühle beim Abrücken nicht auf der Teppichkante stehen, sollte der Teppich auf allen Seiten mindestens 70 cm breiter sein als das Tischmaß. Um das Esszimmer gemütlich und wohnlich einzurichten, bewirken Teppiche wahre Wunder. Sie fassen die Essgruppe optisch zusammen, geben ihm mehr Bodenhaftung und grenzen ihn bei offenen Grundrissen optisch von angrenzenden Wohnbereichen ab. Schlicht eingerichtete Essbereiche lassen sich mit Teppichen in ausgefallenen Mustern und Farben schnell aufwerten. Vierte: Farben fürs Esszimmer, reine Geschmackssache. Unabhängig davon, wie oft das Esszimmer genutzt wird, soll es dennoch eine besondere Stimmung ausstrahlen. Hier sind die Top 5 Farben, die sich am besten für die Wandgestaltung des Esszimmers eignen. Rot fördert Lebendigkeit und soziale Interaktion und sorgt für eine heitere und fröhliche Atmosphäre. Es wird zudem angenommen, dass Rottöne den Appetit steigern, weshalb viele Restaurants zu dieser Farbe greifen. Wer es weniger knallig mag, Kastanien oder Weinrot in Kombination mit Creme oder Weiß eignen sich hervorragend, um eine elegante Atmosphäre fürs Dinner zu schaffen. Gedämpftes Orange hält wach und wird oft mit Wärme, Komfort und Gemütlichkeit assoziiert. Es eignet sich großartig, um eine gastfreundliche Atmosphäre zu erzeugen und soll sogar die Verdauung anregen. Gelb steigert Stimmung und Glücksgefühl. Glückliche Menschen neigen dazu, besser zu essen und ihre Nahrung effizienter zu verdauen. Gelb lässt das Esszimmer optisch großzügiger erscheinen und lässt uns an sonnige und fröhliche Tage im Freien denken. Türkis wird mit Freiheit und Ruhe assoziiert und lädt beim Essen zum Abschalten und Entspannen ein. Da es als appetitanregend gilt, wird es oft auf Tellern in Restaurants verwendet. Grüne Esszimmer fördern eine gesunde Ernährung. Allerdings sollte man darauf achten, welche Nuance man für das Esszimmer wählt. Frische Grüntöne bringen die Natur ins Haus und lassen den Essbereich größer und heller wirken. Tipp: Manche Menschen empfinden bei Blau weniger Appetit, da das menschliche Gehirn die Farbe mit Chemikalien und Künstlichkeit zu verknüpfen scheint. Blau ist daher weniger als Wandfarbe fürs Esszimmer geeignet. Was gehört noch ins Esszimmer? Praktischer Stauraum in Tischnähe. Siedeboards, Geschirrschränke, Anrichten und Vitrinen sparen Stauraum in der Küche und halten in unmittelbarer Nähe zum Essplatz Geschirr, Tischwäsche und Besteck bereit. Hinter Glastüren verstaut, werden Porzellan und Gläser zudem noch dekorativ in Szene gesetzt. Siedeboards lassen sich als Highlight mit Vasen, Bildern, Kerzenständern und Tischleuchten wohnlich gestalten. Sehr
Sitzbänke, das Comeback des gemütlichen Beisammens 1. Sitzbänke galten lange Zeit als überholt, spießig oder altmodisch. Heute gewinnt die neu interpretierte Küchenbank wieder mehr an Bedeutung, da sie nicht nur ohne Lehne stylisch, sondern dazu auch noch überaus praktisch ist. Sie lädt zum Verweilen ein, lässt uns zusammenrücken und spart vor allem jede Menge Platz. Sie nutzt den Raum bis in die Ecken aus und sorgt mit unter der Sitzbank integriertem Stauraum für zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Dekorative Tischwäsche und Geschirr. Selbst das schmackhafteste Menü ist ohne einen stilvollen Rahmen nur die halbe Gaumenfreude. Weil das Auge mit isst, schmeckt es an einem liebevoll eingedeckten Tisch gleich doppelt so gut. Dabei müssen es nicht immer die klassische weiße Tischdecke und das Silberbesteck sein. Geschirr und Tischdeko lassen sich passend zu Anlass oder Saison immer wieder umgestalten. Mit den unterschiedlichsten Materialien, Mustern oder Farben lassen sich schnell und unkompliziert die verschiedensten Stimmungen erzeugen.